The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von The World Becomes One. Der Podcast für eine schöne, friedvolle Welt in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Sam. Heute bei mir zu Gast Helma. Hallo, lieber Helma. Am besten stellst du dich selber vor, weil das, was du mir vorhin alles erzählt hast, wer und was du so bist, konnte ich mir gar nicht merken. Auf geht's. Hallo, liebe Sam. Herzlichen Dank erstmal für die Gelegenheit, dich hier über 8000 Meilen oder noch mehr Kilometer zuzutexten. Denn dieser Podcast kommt aus Kapstadt, aus dem sonnigen Kapstadt. Und das ist natürlich gar nicht das, was du mich gefragt hast, wer ich eigentlich bin und was ich mache. Aber das hängt ganz stark mit meinem Leben zusammen, denn ich habe den besseren Teil meines Lebens hier unten verbracht und auch die Entscheidungen getroffen, die mein Leben grundlegend verändert haben. Ich habe technischen Diplom in Marketing Management. Ich habe viele Jahre in der Datenbankprogrammierung gearbeitet, habe Konferenzmanagementsystem geschrieben, habe Systeme geschrieben für Containerschiffe, habe ein Verwaltungssystem geschrieben für Siemens Limited und dann irgendwie hat es mich ins Kino verschlagen, 2006 im hiesigen Winter, und da habe ich The Secret gesehen und dann nahm mein Leben eine Wende, denn über Secret bin ich aufs Master Key System von Charles Hanel gestoßen. Das ist so eine uralte Lehre aus dem Jahre 1900 also 16 oder so, um die Drehung. Und da habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn entschlossen, das ins Deutsche zu übersetzen als Erster. Und das hat mich erstmal zum Übersetzer gemacht. Und dann später wurde ich zum Verleger und dann wurde ich zum Autor, weil ich dann meine eigenen Bücher geschrieben habe. Dann wurde ich zum Sprecher und jetzt ist das Coaching auch noch mit dazu gekommen. Also du bist auch Sorgentante, ne? Ich bin Kummertante. Ich bin Autor, Verleger, Guru und Kummertante. Guru finde ich ja super. welche genaue Rolle fühlst du dann als Guru aus? Das finde ich ja sehr spannend. Wie kann ich mir das vorstellen, der Helma als Guru? Na, ich bin der Sektentführer. Ich bin nicht der Sektenführer, ich bin der Sektentführer, weil ich entführe den Sekt. Weil wenn wir uns mit dem befassen oder du dich, lieber Zuhörer, mit dem befasst, womit ich mich befasst habe und befasst tue, aktiv, dann gibt es reichlich Anlässe, Sekt zu trinken, wenn man denn so geneigt ist. Oder ist es vielleicht auch die Idee, den Sekt zu entführen, damit eben keine Vernebelung stattfinden muss, weil dadurch, dass du so arbeitest, wie du arbeitest, das Bewusstsein von alleine so stehen kann? Das Bewusstsein muss natürlich nicht notwendigerweise alkoholinduziert sein und man muss ja auch nicht die ganze Flasche gleich wegbröseln, aber so ein kleines Gläschen darf man sich zur Feier des Tages, die dann eigentlich immer öfter stattfindet, also nicht während des Tages, sondern so in den Tagen, Wochen und Monaten und Jahren, darf man sich gönnen. Helma, ich kriege Angst, nicht, dass unsere Zuhörer glauben, du gehörst irgendwie hier den an, die Leute zum Alkoholismus bringen wollen. Lass uns ein bisschen ernsthafter werden. Das ist schwierig, muss ich dir sagen, weil bevor ich nach Südafrika kam 1989, habe ich gar keinen Alkohol getrunken. Und dann hat mein Bruder und meine Schwägerin haben mich dazu verführt. Und seitdem bin ich so ein bisschen zum Connoisseur geworden. Aber ich kann auch lange Zeit ohne, also ich brauche das Zeug nicht. Sehr gut, das gefällt mir. Ich würde gerne mit dir über Realitäten sprechen. Oha. Also fangen wir es nochmal anders an. Du bist Autor, das weiß ich, denn ich habe auch Bücher von dir in meinem Bücherregal stehen. Und du bist mir aufgefallen, weil du dich selbst der beste Coach nennst. Das finde ich schon ziemlich polarisierend, mutig auch zugleich. Ich bin der Polarisierer. Auch das noch. Hey, es soll doch ein ernsthafter Podcast werden. Wir haben auch meistens in meinen Talk-Formaten wir haben nur 17 Minuten, die ich aber, weil ich ja die Bestimmerin bin, auch verlängern kann. Aber lass uns ein bisschen wertvollen Inhalt für unsere Zuhörer kreieren. Also, der beste Coach, ist schon ein starker Auftritt. Ja. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über das Thema des besten Coaches und über die Realitäten. Kannst du direkt eine Verknüpfung herstellen oder möchtest du die beiden Komponenten einzeln darlegen?
vom besten Coach und den Realitäten. Naja, der beste Coach spricht ja meistens über Realitäten, oder? Wie sieht das aus? Unter anderem ja, richtig. Also kurz zum besten Coach. Ich bin jahrelang, weil ich mich halt mit dem Master-Key-System sehr intensiv befasst habe, unter dem Label der Mr. Master-Key gelaufen. Und dann kamen über die Jahre oder über das letzte Jahrzehnt kamen noch andere Themen hinzu. Und da wurde mir dieses Korsett ein bisschen eng. Und der beste Coach ist eigentlich dadurch entstanden, A, dass ich ein bisschen anders bin und nicht in die Form reinpasse. Ich denke mal, das hat man schon so ein bisschen gemerkt. Ist entstanden, weil ich diesen Personenkult nicht mag. Und jeder läuft da von diesen ganzen Trainern und Coaches, läuft unter seinem Namen und glorifiziert sich selber. Und der beste Coach ist eigentlich A, um zu polarisieren, logischerweise. B, hat es keiner in Anspruch genommen. Also die Webseite gab es noch, die ganzen Social-Media-Kanäle gab es noch. Und dann dachte ich, Mensch, irgendwann muss das ja mal einer in Anspruch nehmen. Und dann habe ich das getan. Und das darf man nicht vergessen. Bei mir geht es eben nicht um Persönlichkeitskult, sondern es geht um die Selbstermächtigung. Und letzten Endes soll jeder sein eigener bester Coach werden. Und das bedeutet im Klartext, dass jeder oder jede, genderspezifisch, wir müssen es ja hier akkurat machen. Müssen wir gar nicht, bei mir muss gar nichts. Sehr gut. Zu jeder Zeit die eigenen Antworten finden auf die Begebenheiten, die Realitäten, die sich im Außen für uns ja jetzt vor allem jetzt sehr komprimiert und schnell aufeinanderfolgend darstellen und teilweise eben nicht sehr wohlwollend. Das gefällt mir, aber liegt das dann nicht auch tatsächlich an unserer eigenen Schöpferkraft, zu gucken, für welche Realität wir uns dann entscheiden? Da sind wir wieder bei Onkel Charles, bei dem wir noch gar nicht waren, deshalb dürfte ich gar nicht wieder sagen, aber wir sind beim Master-Key-System. Der sagte nämlich im Master-Key-System, wir können keine Kräfte ausdrücken, die wir nicht besitzen. Okay, da gehen wir tiefer rein. Das wird jetzt tief. Ja, du wolltest das ja so. Ich wollte es so und ich wollte es schnell und 17 Minuten, denk dran, auf den Punkt kommen. Ja, im Alter hat man sowieso nicht mehr so ein Durchhaltevermögen, also lieber schnell auf den Punkt. Ne? Ich weiß nicht, wie alt du bist, also ich fühle mich deutlich jung. Das ist gut, dann verstehen wir uns. Also bitte, die Bühne, the stage is yours. Die Bühne gehört dir. Ja, die Realitätsgestaltung. Das ist ein interessantes Thema, weil wir da voll reingehen in das Thema Bewusstsein, bewusstes Sein und in das Thema, was nehme ich im Außen wahr, in meiner Außenwelt, was davon entscheide ich weiterzuführen durch meine Aufmerksamkeit und wo, bei was, bei wem, wie erkenne ich, dass mir etwas, also streich das wie, erkenne ich, dass eine Sache lebenswidrig ist, falsch ist, fehlerbehaftet ist, schlecht oder böse ist und dass ich diese Sache dann oder dieser Sache, Angelegenheit dann Eintritt in oder Zutritt zu meinem Bewusstsein verwehre und zwar wie immer wieder. Das heißt, dass ich bestimmte Sachen einfach wiederholt nicht tue und ihnen somit den Saft abschneide, sie an der Wurzel abschneide und somit verhindere, dass sie sich in meinem Leben verwirklicht. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich, wenn ich irgendwo ein Vakuum schaffe, das heißt eine bestimmte Sache nicht tue, muss ich dann zwangsläufig eine andere Sache tun. Und dass ich dann dieser Sache, das ist eine liebevolle, wahrheitsgemäße, konstruktive Sache, in meinem Bewusstsein immer wieder einpflanze und immer wieder einpflanze. Weil, du wolltest die Tiefe haben, und das ist jetzt der lange Endsatz des Nebensatzes, ja. Unsere Sinneswahrnehmung ist nur darauf aus, Unterschiede wahrzunehmen. Und diese Unterschiede zeichnen sich dadurch A, aus, dass sie alle relativ sind, sonst wären es keine Unterschiede, und sie sind vor allem schon geschehen. Das heißt, das ist eine Wirkung. Wir nehmen nur Auswirkungen wahr. Und das tun wir über unsere Sinneswahrnehmung. Und jetzt haben wir aber noch diese riesige Domäne unseres Unterbewusstseins, das vollkommen anders funktioniert, aber eben die zweite Seite der Realitätsmedaille ist. Und dieses Unterbewusstsein, anders als das Wachbewusstsein, lebt von Wiederholung. Wiederholen, 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 wiederholen. Und du fängst wahrscheinlich nach dem 10. Mal schon an zu grinsen. Und das tust du deswegen, weil das absolutes Gift fürs Wachbewusstsein ist, was ja nur Unterschiede mag. Bloß wenn es immer die Wiederholung bekommt, wird das Wachbewusstsein irgendwann müde, sage ich mal so, und sagt zum lieben Unterbewusstsein, du, ich habe gar keinen Bock darauf, weil ich von Unterschieden lebe, übernimm du doch mal. Und das Unterbewusstsein sagt, Mensch, liebes Wachbewusstsein, finde ich absolut genial oder auch geil. Ich lebe nämlich von Wiederholung. Ich brauche das, um Ordnungsstrukturen und Regelstrukturen aufzubauen. Das heißt, Dinge zu verwirklichen.
Lange Rede, kurzer Sinn. Über unser Wachbewusstsein nehmen wir Auswirkungen wahr. Über unser Wachbewusstsein wirken wir aber auch prägend auf unser Unterbewusstsein ein. Und dieses Unterbewusstsein, weil es nämlich dazu da ist, Leben zu erschaffen, Leben zu bewahren und Zustände zu verbessern, erschafft uns diese Realität, das Nervenkostüm, das uns dann quasi das dann von dem Wachbewusstsein genutzt wird, um Unterschiede zu erkennen. Mhm. Ja, du wolltest es tiefer. Ich bin ein paar Sachen hängen geblieben. Leider hast du ja dann so weitergesabbelt, wie man bei uns im Norden sagt. Aber ich komme tatsächlich damit, du teilst also in Wachbewusstsein und Unterbewusstsein, also schon mal in zwei Teile. Ja. Ja. In der Polarisierer. Okay, auch schön. Und wenn ich jetzt aber nochmal eine höhere Perspektive einnehme, wer kreiert denn dann die Realitäten aus dem Unter- und dem Wachbewusstsein? Das ist dein höheres Selbst oder wie Hanle Master Key System so schön sagt, dein wahres Ich. Das ist also jetzt nicht dein Ego oder dein Verstand, weil dein höheres Selbst sagt dem Verstand, was es tun soll, leitet den Verstand an, wenn du diesem Konstrukt Glauben und somit Leben schenkst. Und dass der Verstand sagt dann dem Körper, was er tun soll. Bedeutet ja also, dass ich also aus dem höheren Selbst mir die Realitäten für das eine und das andere ja auch wieder selber schenke. Natürlich. Also könnte ich ja auch, okay, dann frage ich erst so, warum tun wir das? Was unsere Realität schöpfen. Naja, warum, genau, man könnte ja rein theoretisch auch sagen, okay, dann lehne ich mich jetzt aus dem höheren Selbst, jetzt weiß ich wieder, wo ich vorhin hängen geblieben war, bei Bewertungen. Ich lehne mich zurück, bleibe in dem höheren Selbst und bin einfach nur und muss ja gar keine Bewertung für das ist gut und das ist schlecht und irgendwas abgeben und nicht mehr unterteilen, oder? Das ist natürlich, du unterliegst dem freien Willen, du hast natürlich die Möglichkeit, das zu tun, aber... Oh, du bist sprachlos. Eine Pause, eine kreative Pause. Ich weiß nicht, wo ich gerade anfangen soll, weil ich könnte einen ganz anderen Bereich jetzt übergleiten. Kannst du gerne tun. Die Zeit ist fast auch schon um, aber wir machen weiter. Ich finde es gerade mega spannend. Es ist erstmal grundsätzlich ratsam, wertungsfrei zu sein, weil oft fügt man sich mit der Bewertung einen größeren Schaden als Nutzen zu. Weil oft mit der Bewertung, vor allem wenn es eine negative Bewertung ist, die Klappe runtergeht. Und wenn die Klappe runtergeht, entgeht einem das, was hinter der Klappe stattfindet. Ich gebe dir am besten ein gutes Beispiel. Stichwort Freimaurer. Da denken Sie alle an die Satanisten und in die Illuminaten und dann geht sofort die Klappe runter und mit der Klappe entgeht ihnen all das Geniale, womit sich die wahren Freimaurer oder weiße Bruderschaft, wie immer du das nennen möchtest, seit Jahrhunderten befassen oder befasst haben. Und deshalb sollte man da erstmal grundsätzlich offen sein. Auf der anderen Seite muss es aber letzten Endes zu einer Bewertung kommen. Und das entnehmen wir der Natur, zumindest unserem Gebrauch der Natur. Denn wenn wir im Frühjahr anpflanzen, im Sommer uns darum kümmern, dass es schön wächst, muss es im Herbst zu einer Bewertung kommen, denn nicht alle Tomaten sind gut geworden, nicht alle Pflanzen sind groß geworden, nicht alles hat einen, sagen wir mal, für uns gleichwertigen Nutzen. Und deshalb sortieren wir aus. Und auf Deutsch heißt das ja so schön, die Spreu vom Weizen trennen. Darf ich kurz einhaken? Na, logisch. Und dennoch passiert das, was du angebaut hast, ja in der Materialisierung, also in der materiellen Welt. Korrekt. Und das ist einfach nur eine Kreation deines Geistes. Es ist alles eine Kreation meines Geistes. Auch du. Dich gibt es gar nicht. Ich spreche zu mir selbst. Rein theoretisch könnten wir es uns auch sparen. Also ich wollte einfach nur versuchen, nochmal höher und nochmal höher zu steigen und von oben drauf zu gucken. Ja, natürlich können wir uns sparen. Das heißt ja nicht umsonst, in der Ruhe liegt die Kraft. Das heißt, je mehr du dir sparst, desto mehr Kraft hast du. Komme ich aber zu der Frage zurück, wo du gesagt hast, was willst du da wissen? Warum tun wir das dann? Ich weiß ja, wo ich hin will mit der Antwort, aber ich wüsste, welche Antwort ich geben würde. Wir tun das, um bewusster zu werden und mit dem höheren Bewusstsein
wird unser Leben, wenn wir es richtig machen, zunehmend leichter. Und wir entfernen uns von den niedrigeren Ebenen, die uns ja auch rein physisch oft Jahre oder Jahrzehnte lang so viel Leid zugefügt haben. Genau, ich würde sagen, die Ebenen Freude, Liebe, Glück erschaffen. Sowas. Ja, eben. So. Aber das sind Bewusstseinszustände. Mhm. Da musst du erstmal hinkommen. Du musst erstmal wissen, was Bewusstsein ist und wie Bewusstsein funktioniert. Sonst gibt es keine Kekse. Geschweige denn irgendwelche Bewusstseinszustände wie Harmonie und Glückseligkeit. Kekse. Eben waren es noch Tomaten, Helmer. Naja, wir sind vielfältig. Die Schöpfung ist, ne? Reichhaltig. Großartig. Also, wir sind mehr als 20 Minuten, glaube ich, dabei. Wollen wir noch einen Kracher reinhauen, wo du uns noch einen schönen Satz mitgeben kannst? Naja, komm mal, wir haben am Anfang haben wir ordentlich rumgeschwafelt. Jetzt können wir mal, wenn wir jetzt richtig mittendrin sind, glaube ich, dass die Zuschauer uns auch noch folgen können. Macht ja auch Spaß. Mit deiner Erlaubnis. Freigabe. The stage is yours. Aber ich soll Deutsch sprechen. Die Bühne gehört dir. Worüber soll ich dir eine Frage stellen? Worüber wollen wir denn noch sprechen? Über du mir eine Frage stellen. Nee, ich möchte eigentlich eher, dass dein schlauer Geist in die Welt geschickt wird. Das ist ja die Idee von den Gesprächen, die ich habe, weil ich lerne von jedem Gespräch, was ich mit so interessanten Menschen wie dir führen darf. Schleife ich ja, also ich habe dich ja geschöpft in meiner Realität, damit ich auch gemeinsam mit den Zuschauern und Zuhörern am Geist schleifen kann. Und was für eine wunderschöne Schöpfung du da hervorgerufen hast. Also das gefällt mir ganz besonders. Gras beiseite. Worüber ich jetzt noch sprechen möchte, ist etwas, was noch gar nicht mal von mir kommt, aber der Autor ist leider nicht mehr unter uns und kann das nicht mehr so übermitteln, wie ich das kann. Deshalb mache ich das mal für ihn, nämlich Charles Hanel vom Master Key System. Und die Punkte, die ich noch mal kurz anreißen möchte, es gibt eine bestimmte rationale, männliche, klare, bestimmte Abfolge von Fähigkeiten, die wir besitzen müssen, Zwang, mag sich vielleicht der ein oder andere nicht wohlfühlen, ist mir aber egal, ich bin weit weg, die wir besitzen müssen, um unsere Realität wirklich bewusst mitzugestalten. Mhm. Die erste Fähigkeit, die wir besitzen müssen, ist die der Körperkontrolle. Wir müssen zu einem gewissen Maß in der Lage sein, unseren Körper zu kontrollieren. Und in diesem Falle heißt das, nicht irgendwo jede Pore einzeln anzusteuern, damit die Mücke da hängen bleibt beim uns anpieksen, sondern dass wir einfach mal eine Zeit lang in der Ruhe sein können. Dass wir nicht jedem Impuls, jedem Reiz, jedem Jucken, Zwicken, Zwacken nachgeben, sondern dass wir wirklich mal 20 oder 30 Minuten wirklich stillsitzen können. Weil alles, was danach kommt, beruht auf dem Stillsitzen. Das heißt, ein gewisses Maß an Körperkontrolle ist absolut notwendig. Die zweite Stufe ist die der Gedankenkontrolle. Wenn du nicht weißt, was du denkst, welche Gedanken dir durch den Kopf schießen, welche Qualität diese Gedanken haben, kannst du das mit deiner bewussten Mitgestaltung, Realitätsgestaltung, die ja schön und ausschweifend und harmonisch sein soll, vergessen. Das heißt also, in der Stille mit der Körperkontrolle machst du dir erstmal Gedanken darüber, was du eigentlich denkst. Welche Gedanken reinschießen und übst dich darin, Gedankenströme zu unterbrechen, wenn du feststellst, dass sie dir nicht dienlich sind. Und ich glaube, insbesondere in der heutigen Zeit schießen uns sehr viele Gedanken durch den Kopf, von denen wir oder bei denen wir sagen würden, die sind uns nicht dienlich. Mhm. Okay, zweiter Punkt. Das war erstmal schon mal das Männliche, diese Kontrolle. Und ich sage es immer wieder, Kontrolle ist kein stures Festhalten an etwas, sondern es ist letzten Endes ein Abgleichen. Es kommt ja aus dem Französischen Contre-Rôle. Gegen die Rolle, gegen die Schriftrolle abgleichen, ist Zustand und soll Zustand. Das ist der männliche Part. Wir sind ja Polarisierer. Jetzt kommt der weibliche Part, denn nach der Gedankenkontrolle kommt die körperliche Entspannung. Mhm. Du kannst keine Realität neu gestalten, wenn du körperlich angespannt bist. Weil die körperliche Anspannung heißt, dass deine Aufmerksamkeit auf diese Anspannung geht, weil diese Anspannung auch nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Und sie verursacht Stress. Und das ist nicht günstig, wenn man Ruhe haben möchte, in der ja die Kraft liegt. Der vierte Schritt ist dann die gedankliche Entspannung. Gedanken loslassen, denn du kannst keine neuen Realitäten
schaffen, wenn du nicht in der Lage bist, alte Gedanken loszulassen. Völlig bewertungsfrei einfach zu sagen, okay, das ist mir nicht mehr dienlich, ich lasse die jetzt einfach los und mache somit Raum, mich auf etwas Neues zu fokussieren. Und wenn du diese vier Fähigkeiten erworben hast, Gedanken, Körper- und Gedankenkontrolle, Körper- und gedankliche Entspannung, hast du sowohl das männliche Kontrolle als auch das weibliche Entspannung. Mhm. Und dann bist du in der Lage, auf alles, was im Außen passiert, angemessen zu reagieren, weil du kannst dich ja kontrollieren, Körper und Gedanken, und du kannst dich entspannen. Und wenn du entspannt bist, ist dir sowieso egal, was im Außen passiert. Mhm. Wenn du dich aber von allem und jedem im Außen anfixen lässt, weil du dich nicht unter Kontrolle hast und dich logischerweise dann auch nicht entspannen kannst, dann sieht es ganz schlecht aus. Wenn du das aber kannst, bist du in der Lage oder schaffst du dir dadurch einen Raum, in dem du visualisieren kannst, Gedanken bündeln kannst, deine Vorstellungskraft nutzen kannst, ne, die Kraft, dir etwas vorzustellen, die deutsche Sprache ist da sehr akkurat, und mit dieser Imagination, Vorstellungskraft, schaffst du neue geistige Bilder und somit den Beginn einer Resynapsierung. Ich habe dieses Wort gerade geschaffen. Das heißt, du baust deine Synapsen im Prinzip neu auf. Super. Und du visualisierst ja nur das, wovon du eigentlich mehr haben möchtest. Also das heißt, du lernst nachher zu visualisieren immer umfangreicher, immer intensiver und immer exklusiver. Mhm. So, und was du dann machst, durch diese Exklusivität, wir gehen zurück zum Anfang, du wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst. Und dein Unterbewusstsein sagt, Mensch, Gedankenbündelung, Exklusivität, Ordnung und Struktur, finde ich geil, mache ich was draus. Super. Also das war nochmal ein Geschenk, auch als Übung für die Zuhörer. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da würde ich diesen Podcast lassen und denke, wir beiden werden uns noch ein bisschen mehr austauschen. Und wenn das Feedback auch entsprechend ist von den Zuhörern, wiederholen wir das eben auch öffentlich. Wenn du dabei sein magst. Das tun wir gerne, aber nicht ohne, dass ich mir von dir den Schlusssatz nehmen lasse. Den schenkst du mir, dankeschön. Der Schlusssatz und der Sinn der ganzen Sache ist der, dass wir erstmal diese ganze männliche, sehr rationale, logische Komponente einsetzen, um nachher immer mehr ins Sein zu kommen. Denn wenn wir die Naturgesetze nicht nur verstehen, sondern auch aktiv anwenden, uns mit ihnen in Einklang einfinden, wird unser Leben immer weniger vom oft zweifelnden Verstand bestimmt und immer mehr von unserer Eingebung, von unserer Intuition. Und dadurch wird unser Leben automatisch leichter, harmonischer, lebensfreudiger, bejahender. Dankeschön. Ich wollte einfach auch noch was sagen und vor allen Dingen vielen Dank an meine Zuhörer fürs Dabeisein. Vielen Dank an dich für so viel gutes Wissen, so viele Impulse und zum Schluss sende ich einfach immer ein Lächeln raus. Das tue ich jetzt auch mit einem Lächeln. The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt.